Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Exodus hier bei Heisenberg Zock. Natürlich wieder mit El Heisenberg und ebenfalls mit El Kamerakind. El Araldo. El Araldo. Hallo zusammen. Genau, das H nur leise betont natürlich. So, wir sind hier, ja, keine Ahnung, irgendwie eine Nebenquest im Prinzip. Und eigentlich müssen wir jetzt in das Gebäude rein. Hab ich da ja irgendwie was falsch gesehen? Und nee, irgendwie diese komischen Flugteile. Die sind hier halt unterwegs. Schwirren hier rum. Ja, die schwirren. Die machen uns das Leben so ein bisschen schwieriger. Ja, ein bisschen gallig fast schon. Ja. Okay, hier ist nichts. Und ich weiß ja nicht, was hier drin ist. Also groß gesehen haben wir nichts. Wir haben eigentlich mal noch geguckt mit dem Fernglas von da hinten. Überall diese Hubschrauber. Mhm. Keinen kann man fliegen, ist wirklich schade. Ja, das scheint ein bisschen irgendwie so eine verlassene Militärbasis zu sein, würde ich mal behaupten. Wenn wir es in der Richtung... Und wenn hier tatsächlich nur diese Flugdinger unterwegs sind, dann werde ich... Aha. Nee. Okay, soviel zum Thema Flugdinger. Oh, nee, da sind ganz viele andere unterwegs. Man müsste noch treffen. Irgendwie, das ist so eine Sache mit dem Ziel. Ah, jetzt habe ich keine Muni mehr. Ah. Lauf, renn, hüpf, mach die weg. So, schnell wechseln. Wo ist er denn? Da haben wir noch den... da sind sie wieder. Da ist er wieder. Da stand auch in den Kommentaren, wie kann man sich nur vor so virtuellen Spielen so ekeln. Ja, das ist ganz einfach, indem man einfach einen Ekel empfindet, wenn man die Viecher sieht. Und noch eins auf die Rübe. So, jetzt aber. Oder jetzt so. Ist aber Ruhe im Karton. Mein Gott. Was für ein Stress. Oh, das sind noch weitere. Ich müsste halt mal den Kopf treffen. Das wäre noch eine Idee. Ja, da sind sie ziemlich empfindlich, haben wir gelernt. Das mögen sie nicht so, wenn man das Köpfchen trifft. Das muss wieder gepumpt werden, wegen dem Nachtsichtgerät. Ja, ich weiß nicht, ich würde hier vielleicht sogar die Taschenpunzel... Nein, falsch. Nee, das brauchen wir nicht, aber... Wo war gleich nochmal die Taschenpunzel? Da, Flashlight. F, ja. Okay, das habe ich gemeint. Taschenpunzel, das ist, glaube ich, relativ schweizerdeutsch. Das ist sehr schweizerdeutsch. Jetzt haben wir hier ein... Wo denn? Ich höre ihn nur, da oben. Ja. Aha, da rollt er aber, da rollt er aber ab. Die machen wir jetzt einfach mal alle weg, solange wir Munition haben. Sind ja dann doch ein paar. Das hat ein bisschen irgendwie den Charme eines besetzten Hauses. So wie das. Oh, noch einer? Ich habe doch was gehört. Ich habe auch was gehört. Aber gut, ich glaube, jetzt haben wir es im Groben. Jetzt würde ich sagen, wir looten hier und dann gehen wir zurück zum Thema Hauptstory. Weil dann haben wir eigentlich die Fragezeichen alle abgearbeitet. Und also das kann mir jetzt keiner erzählen, dass man hier nichts findet. Das wäre ein bisschen traurig. Ja, jetzt also mal ehrlich, Jungs, liebe Entwickler, liebe Game Designer. Sonst lade ich diesen Speicherpunkt nochmal. Oh, dann spielen wir das nochmal in Ruhe. Viel fein, viel mehr ist eine Sache, aber so ein bisschen Munition oder irgendetwas dürfte man schon finden. Eben, denke ich auch. Sonst lade ich den Speicherpunkt nochmal. Da ist noch was. Und dann spielen wir das nochmal, ohne dass wir hierher gehen. Oh, hier. Ja, jetzt kommen wir, glaube ich, in einen Bereich. Ja. Echt jetzt? Von wo? Warum? Oh, was hier. Hier. Nicht doch mit dem... Was will er denn mit dem Fernglas? Ist er dir nicht groß genug, oder? Ich wollte ihn genau sehen, den Feind. Ja. Oh, jetzt ist, glaube ich, Munition nachladen. Wieder. Wollen wir etwas nachladen? Sehr schön. Hat geklappt, hat, glaube ich, geklappt. So, jetzt ganz in Ruhe hier. Mal Sachen mitnehmen. Okay, passt. Hier sind tatsächlich keine Leute drin. Also das ist tatsächlich irgendwie so, wie es aussieht, nur irgendwie... So ein Monsterteil. Ja. Und es sind natürlich schon ein paar. Also ich denke mal, ohne die Gatling-Gun hier kann man da tatsächlich gewisse Probleme bekommen. Wir gönnen uns mal nochmal eine Spritze. So, jetzt ist wieder alles heil. Und hier, nein, ist doch hier noch am Röcheln. Ich höre es doch röcheln. Es röchelt doch ganz eindeutig. Ja. Ist ja auch nichts. Also, okay, ich meine, wir haben was gefunden, aber so im Groben ist das dann doch... Also richtig verwöhnt haben sie uns nicht. Nee. Okay, das hat immerhin wieder 5 so Teile gegeben. Das ist all das. Aber man geht ja nicht hier rein, um dann am Schluss damit gleich viel Medikamenten rauszukommen. Wie man reingegangen ist, obwohl man währenddessen man drin war, 5 hergestellt hat. Ja. Also das ist... Gut, wir haben auch ein paar verbraucht. Ja, eben deswegen. Man geht rein, verbraucht... Da steht eine Knarre. Da steht eine Knarre? Oh, schießt nicht mehr. Oh mein Gott, deswegen schießt doch, Kollege.
Da steht eine Knarre, habe ich nur gehört. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht ablenken. Ich dachte auch, du siehst eigentlich den Fall. Aber da knurrt noch was. Irgendwo knurrt. Was ist das denn? Nehmen wir es mal? Wir nehmen es mal. Ja, sieht besser aus als das, was wir... Hm? Oh, aber dann ist es eben wieder nicht mehr modifiziert, das Ganze. Oh, aber okay. One shot, one kill. Scheint eine gewisse Durchschlagskraft zu besitzen, das Teil. Dann würde ich sagen, wir gönnen uns das mal. Naja, war auch ein sauberer Treffer. Ja, jetzt müsste man im Prinzip einfach irgendwie die Stelle finden, wo man rüber zipplein kann. Ja, die ist wahrscheinlich etwa hier oder ein Stock höher. Ah, nee, guck mal, das Fragezeichen ist aber noch da. Also das heißt, gelöst haben wir das in dem Sinn noch nicht. Oh, bei dem ist es aber nicht one shot, one kill. Man muss einfach die Rübe erwischen. Das ist teilweise ganz so, das ist so eine Sache, wenn man gerade in Bewegung ist. Da sind immer noch welche. Ja, ich höre sie. So. Ja, ja. Halt! Was? War da nicht gerade noch ein Zeichen für... Backsteine mitnehmen? Nee, aber da war doch gerade noch irgendwie ein Zeichen für Chemiezeugs. Ah, ja. Hey? Ja, sag mal. Doch nicht? Naja, dann eben nicht. So, das hat geklappt mit der Mütze. Geht doch! Da ist eine... Oh! Nein, und dann schießt wieder nicht mehr. Dann haben wir wieder keine Munition mehr. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das macht auch keine Sachen mehr. Und dann müssen wir da mit Oldschool-Varianten zack, arbeiten. Immer noch. Aber das kann doch nicht sein, dass wir irgendwie auch keine Munition haben. Oder muss ich hier pumpen? Oh, der ist ja immer noch unterwegs. Machen wir hier nochmal Oldschool. Und einmal die Treppe links runter. Und rechts. Also das hat er sich aber verdient. So, hier müssen wir vielleicht mal wieder diesen machen. Haben wir hier tatsächlich keine Muni mehr? Dann haben wir bald... Dann haben wir bald... Nee, siehste. Hab ich jetzt geschossen? Ja. Nein, dann haben wir ja wieder Muni. Ja. Okay, gut. Machen einmal wir da schon eine Spritze. Okay, hier ist wieder nichts. Wir gehen mal noch mal eins höher. Alles ein bisschen kaputt hier. Ja. Eine Tür, die man nicht aufkriegt. Sieht aus wie nach dem Krieg hier. Ja, man könnte fast meinen, hier sei irgendwie tatsächlich was passiert. Jetzt muss ich aufpassen. Hier kann man glaube ich runterfallen. Und wir kennen Artyom, ein Sturz aus 30 cm Höhe gleich Genickbruch. Ja. Da ist er, auch da ist er, ein bisschen zart beseitigt. Ja, ist wie mit Wasser. Ja, Wasser und Höhe, das ist nicht unser Freund. Oder die sind nicht unser Freund. Das ist auch nichts. Aha, das ist wohl hier, wo wir das Fragezeichen sozusagen bearbeiten erhalten. Kann ich hier schlafen oder? Ach nee, hier ist eine Kiste. Ui. Die war reichlich gefüllt. Ja. Hier ist nochmal was. Ja, das muss sich ja schon lohnen. Also alles andere wäre tatsächlich eine schlimme Enttäuschung. Ui, hier ist aber... Oh, eine Werkbank. Jawohl. Machen wir, weil wir brauchen Molotow und Zeugs. Haben wir alles nicht mehr. Ich hoffe, das kann ich jetzt hier wieder herstellen. Tatsächlich. Molly. Zack, zack. Zack, zack. Einmal. Aha, geht auch nicht. Wir haben doch so viel Zeug gesammelt, das gibt's doch gar nicht. Dass wir was wir auch immer gesammelt haben, das nützt uns nicht sehr viel. Da, Brandmunition. Guck mal jetzt. Aha. Okay, jetzt lasse ich die aber mal hier eingestellt. Jetzt bin ich gespannt, ob wir dann tatsächlich mit Brandmunition agieren. Das geht nicht. Okay, hier haben wir noch was. Infrarotlaser, unsichtbare Strahl hatten wir nicht. Ne, das ist neu. Grüner Laser. Laservisier in einem handgefertigten Gehäuse mit mehreren Modifikationen für besonders gute Sicht. Sollen wir mal montieren? Ja, klar. Ausprobieren kennen wir nicht. Nee, genau. Wenn es ja neu ist, dann muss man das mal testen. Und hier haben wir noch schwerer Schaft und Griff. Schwerer Schaft mit Metallgriff. Armee-Variante zur deutlichen Verringerung des Rückstoßes. Machen wir auch mal. Okay, dann haben wir hier noch was. Verstärkter Helm. Eine schwere Variante des normalen Spartaner-Helms. Ja, gleich mal montieren. Seine Basis besteht aus einem besser entwickelten Verbundmaterial, wodurch er besseren Schutz vor Geschossen hat. Das klingt verlockend. Das nehmen wir. Ladegerätsteuerung. Was haben wir? Hier, Nachtsichtverstärker. Oh, dieses Nachtsichtsystem nutzt zwei Technologien, Wärmebildkamera und Restlichtverstärkung. Vor dem Krieg standen solche Systeme zur Sondereinsatztruppen zur Verfügung. Nehmen wir. Meinst du? Ja, ja, klar. Gekauft? Wärmebildkamera, immer gut. Okay, das hier haben wir, Wurfwaffen, Harnisch, das klingt schon gut, sieht auch relativ nett aus. Mhm. Hat ein bisschen was von einem Trödelladen auf vier Beinen, ne, zwei Beinen. Ja, da lassen wir den Kompass. Ich finde den eigentlich hilfreicher, muss ich gestehen.
Gut, man könnte hier das Teil noch reparieren. Ist das auch wieder heile? Okay, gut. Ich würde sagen, das haben wir im Groben. Wir haben jetzt hergestellt, was wir können. Mehr Mollys gingen leider nicht. Also von daher, ja, sind wir eigentlich soweit jetzt gut gerüstet. Vielleicht finden wir noch mal ein paar Sachen hier. Das ist die Werkbank. Hier können wir noch eine Kiste öffnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, man findet generell, ohne Knarre, man findet generell zu wenig Chemikalien. Hier könnten wir tatsächlich schlafen, aber das macht nicht viel Sinn, weil wir können auch beim Tag da nach hinten rennen. Das ist die Frage. Nee, möchte ich behalten. Okay. Wechseln mit dem Teil oder einfach mal, wisst ihr, was wir machen? Mal ansehen, was das Teil überhaupt. Wir klauen sozusagen die Modifikation. Jetzt könnte man natürlich nochmal zur Werkbank gehen und gucken, ob da was Neues dazugekommen ist. Lass ich jetzt aber mal bleiben. Ja, denke ich auch, können wir uns sparen. Ja, denke ich auch. Gut, dann haben wir das geschafft. Jetzt müsste man noch wissen, wo ist hier die Zipline da vorne. Da gibt es mehrere Ziplines. Ich hänge, ich möchte aber nicht unbedingt runterfallen. Ja, ich dachte mir auch gerade, hier zu springen ist dann doch noch ein bisschen jetzt mutig. Jetzt geht's wieder. Okay, das wäre unschön gewesen. Aber wir müssen da raus. Ja, ich wollte nur noch mal kurz sicher gehen, dass ich wirklich alles habe. Ich habe, also gehe ich. Oh. Wie lange haben wir es in dieser Wüste ausgehalten? Ohne Plan, ohne Hoffnung. Wen sollten wir da eigentlich beschützen? Die Einheimischen, die nur ein paar Jahre gebraucht haben, um zum Steinzeitalter zurückzukehren. Und dann kamen sie, Ex-Militärs. Ex-Portum-Arbeiter und Ex-Mafiosi. Naja, letztere waren nicht so ganz Ex. Sie hatten einen Plan und eine Idee. Klar, haben wir sie zuerst ausgelacht. Kommt spielen. Doch dann sagte der Gedanke, aus diesem Chaos etwas zu schaffen, das irgendwie einer Ordnung glich. Am Ende schlossen wir uns alle diesem flammenverzehrenden Zirkus an. Tja, die Welt ist neu. Also müssen wir Platz für neue Götter schaffen. Ja, die mit ihren Göttern. Das ist ja schon auch irgendwie bezeichnend. Gut, hier können wir zippen, aber was ist denn das hier für... Die das geht zum auch, Turm. Auch ein Zipping? Ja, ja, auf dem standen wir vorhin und versuchten eigentlich hierher zu kommen. Stimmt, und wo führt das hin? Das führt zur Halle. Wo wollen wir hin? Ich guck mal schnell, wo die Aurora ist, denn ich denke jetzt... Oh, jetzt hat es da hinten nochmal ein Fragezeichen. Echt jetzt? Da oben links. Oh, wow. Okay. Haben wir das schon länger? Gute Frage, ist mir vorhin nicht aufgefallen, ich sag's mal so. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal der Hauptquest nach. Aber bevor wir zur Aurora gehen, holen wir nochmal unseren Bus. Weil wenn wir denn nachher nach da hinten müssen, sind wir ganz froh, wenn wir den Bus schon haben. Also, dann geht's to the Bus, dann würde ich sagen, wir zippen mal nach da hinten. Sofern uns das Vögelchen nicht abfängt. Was? Sofern uns das Vögelchen nicht abfängt. Oh, das Vögelchen ist ja auch noch, stimmt. So, cool. So ein Teil könnte eigentlich über die ganze Map haben. Das wäre noch relativ praktisch. So, dich haben wir leider schon ausgeraubt. Das können wir nicht nochmal machen, leider. Und hier diese komischen Hangarhallen, die zusammengestürzt sind, das war schon auch eine Enttäuschung. Das stand in den Ferienkatalogen ganz anders beschrieben. Genau. Finden Sie Loot, kommen Sie her. Überall immer Loot, wieder. Loot, genau. Oh, oh. Ja, die lassen wir, wenn es irgendwie geht, lassen wir die. Oh, guck mal, die haben überall ihre Häuschen hingestellt. Ja. Dann Molly reinballern. Ich wollte gerade sagen, vielleicht mal reingucken. Ja, wir werden gerade verfolgt. Oh. So, so viel zum Thema reingucken. Also ich möchte nirgendwo reingucken. Ah, echt jetzt? Jetzt kommen sie in Raummassen. Oh, das sind ja in der Tat viele. Nein, nicht ein Messer. Nein, das wollte ich ja gar nicht. Aber den Molly hier verschwenden möchte ich eigentlich auch nicht. Schade. So, ich lasse mich ja nicht auf Kämpfe ein, beziehungsweise wenn es irgendwie geht, gehe ich denen aus dem Weg, weil das bringt nichts gegen die Viecher. Man sind kämpft, zu viele. Ja, und man kämpft nur und kriegt nichts. Oh. Hallo. Das sieht ja relativ nett aus. Mhm. Hier mit Totenschädel. Ja, die Ruhe, die man dann plötzlich wieder hat, um hier irgendwie Sightseeing zu machen. Oh, und hier geht's abwärts. Wasser. Da hinten, hier sind überall noch weitere Sachen. Aber da noch hinkommen, ich nehme es mal an. Wollen wir aber schnell gucken. Ja, die Richtung stimmt. Wir müssen hier lang. Schade, dass das nicht Kit ist. Dann könnte man jetzt irgendwie so mit dem, mit der Uhr. Wir haben ja eine moderne Uhr. So düdelüdüm und dann kommt der Bus daher.
Ach so, der Kit. Ja, welcher Kit denn sonst? Keine Ahnung, von was du jetzt gerade gesprochen hast. Jetzt ist es klar. Der Knight Rider Kit. Genau. Mit L. David Hasselhoff. Mhm. Hier waren wir, glaube ich. Das war die Stelle, wo ich gesagt habe, warum man jetzt hier wieder noch kämpfen muss. Es ist ja nichts. Echt jetzt? Ach. Das ist nur ein Typ. Nee, haben wir ja alle erledigt. Nicht rein ins Feuer, nicht rein ins Feuer. Das war das Licht. Ich würde eigentlich ganz gerne die Propaganda... den Leuten gesagt hat, ich hätte Schweiß sie nicht verbrennen sollen. Und das Schweiß ja ein guter Wisst ihr, was war. Da war was. Dass ich wegen einer dummen Scheiße, die wir uns für die Primitiven ausgedacht haben, überreagiert. Da ist noch so ein Teil. Hat gewirkt. Okay. Es klappt zwar, das Problem ist, das ist definitiv nicht das einzige Teil, was hier steht. Ja, aber kostet okay. Auch Munition. Eben genau. Wo ist Kollege Bus? Ja, hier quer rüber. Mhm. Das könnte auch noch heiter werden. Hier sind doch wieder die ganzen Viecher unterwegs. Warum haben wir eigentlich nicht den Bus genommen, um hierher zu fahren? Hat das einen bestimmten Grund? Tja, wahrscheinlich schon, aber ich weiß ihn nicht mehr, ehrlich gesagt. Wenn man noch wüsste, was die Vergangenheit... Bisschen Sport. Genau, mit uns gemacht hat. So. Aber waren wir hier schon? Ich glaube ja, das haben wir mit Sicherheit schon durchsucht, weil das ist ja eigentlich der Weg vom Bus nach da hinten. Okay, eher in die Richtung. Plus minus zumindest. Das war, glaube ich, mal eine Brücke. Wow, das sieht schon cool aus. Ich genieße das immer noch, weil diese Eislandschaft, die hat mir fast eine Ecke zu lang gedauert. Ja. So vom Gefühl her. Ich finde das jetzt eigentlich fast cooler. Wobei, das kann man hier natürlich auch haben, wenn man dann Stunden hier drin verbringt. Da oben steht unser Bus. Das da? Ja. Das fährt? Das ist unser Bus? Naja. Okay. Ist ein bisschen abhängig vom Fahrer, aber... Wahrscheinlich sitzt wieder irgendein Viech drin. Nee, ist nicht unser Bus, das, weil das fährt nicht mehr, aber weit kann er nicht sein. Nee, immer muss er hier sein. Sieht unser Bus sieht, glaube ich, noch schlimmer aus. Ja, aber hier vorne, dann um die Ecke rum, oder? Noch schlimmer. Ja. Naja, das Chassis zumindest. Da oben ist er doch. Wobei... Da oben? Nee, muss links sein, oder? Nee, rechts. Ja, stimmt schon. Da oben. Ah, stimmt, ja, genau. Wir sind doch hier runtergegangen. Rumgerannt, ja. Oh, da ist wieder so ein... Wir wollten nur mal kurz hier runter. Oh. Das ist ein Viech. Ja. Oh, das ist ein geflügeltes Vieh. Na, komm Artyom, aber das schaffst du. Hier kommst du doch rüber, das kann doch nicht sein. Der kommt hier nicht rüber. Ja, auch nicht rüber. Hier auch nicht? Unten durch, so irgendwas. Da rein. Okay, mal reingucken. Das muss doch möglich sein, dass du hier rauf... geblieben. Oh, runtergefallen. Schweinge. Aber dann ist das auch nicht der Weg hier rauf. Dann müssen wir tatsächlich hier irgendwie außen rauf. Rum. Ich wollte halt nicht, weil hier war das Viech. Ja, verständlich, verständlich. Aber das ist weg. Ja, ja, ich glaube, das wurde von dem geflügelten Viech geholt. Oh, echt? Hat sich irgendwie so angehört. Warum habe ich das nicht gesehen? Gesehen habe ich es auch nicht, ich habe nur was gehört. Da passiert mal was Cooles und dann sehe ich es nicht. So, ich muss noch mal kurz die Map haben. Ich hoffe, das Ding läuft noch. Im Prinzip, ja, geradeaus und dann hier vorne. Oh, lala, sachte, sachte. Ich habe hier aber eine relativ ausgedehnte Steuerung. Oh, noch ein paar Reifen mitgenommen. Ja. Solange es nicht unsere sind, die da. Ja. Dann ist es egal. So, du kommst mir gerade gerufen. Oh, jetzt aber Scheibenwischer. Dann haben wir den ersten Zombie-Film. Genau. Zombies im Kaufhaus. Gibt es den noch? Also darf man den? Gibt es den überhaupt wieder? Oder ist der immer noch irgendwie indiziert? Der war ja mal eine Zeit lang verboten. Ja, war auch. Allerdings sieht man heute im Vorabendprogramm Sachen, die schlimmer sind, insofern. Das ist auch wieder wahr. Denke ich mal, ist das Ganze ein bisschen lockerer zu sehen heutzutage. Wisst ihr das? Was ist denn jetzt kaputt? Sandsturm? Ist wohl ein Sandsturm. Sandsturm offensichtlich. Also das Schande, ist sicher die Aurora. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal rein und gucken. Kein Willkommenskommando, kein Juhu, hallo Arty, wieder da. Kein Mensch. Und wir haben die Türen zu. Hallo? Das müsste schon die Aurora sein. Also zwei solche Lokomotiven wird es wahrscheinlich nicht geben. Oder ist der Eingang hier? Nee, das ist sie.
Definitiv, ja. Ah, okay. Komm schon, komm rein. Okay, sie haben... Oh, cool. Lager bezogen. Nimm also Platz, ich bin gleich da. Was für ein Sturm. Und dann noch ein Sandsturm. Bin auch mit Miller. Ende und aus. Hast du sie? Gute Arbeit, Artyom. Gute Neuigkeiten. Artyom hat die Karten. Gut gemacht, Artyom. Idiot, fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele da. Nimm einen Schluck. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben wir. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von hier finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team, wie du sehen kannst. Stefan, Duke und Aljoscha liegen bereits dehydriert flach. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Jule hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren könnten. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Viel Glück, Artyom. Wir zählen alle auf euch. Ja, wir zählen auf Geist, euch. Wie ist das Wetter? Jetzt möchte ich hier natürlich erstmal noch kurz... Hallöchen. Während du draußen warst, habe ich noch was für das Effekt fertiggestellt. Meine Werkbank steht dir zur Verfügung. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob wir die gerade brauchen, weil wir haben gerade gewerkbankt. Naja, wenn er nochmal was hergestellt hat, doch. Ist das das Verb für Werkbank benutzen? Gewerkbankt? Ich bin total machtlos und das tut weh. Stepan hatte schon immer Probleme mit Hitze. Aber ohne Wasser, er hat nichts gesagt, bis er zusammenbrach. Aljoscha und Duke liegen auch flach. Sie brauchen nur etwas Wasser und ich kann ihnen gar nicht helfen. Klar, es ist für alle schwer, aber schon der Anblick tut weh. Lass dir bitte etwas einfallen, ja, Artyom? Bitte. Ja, machen wir. Das ja, ist doch die Katja. Mhm. Habe ich dich überrascht? Ja. Aber da war doch mal noch ein kleines Mädchen. Da ist sie doch. Oh, Hallöchen. Onkel Artyom ist da. Tja, wo sollte ich das denn haben? In deiner unantastbaren Reserve natürlich. Ich habe keins. Ich habe nicht einmal eine Feldflasche. Hab nie eine gebraucht. Warte bis zum Mittag. Dann bekommen wir alle etwas. Ich wünschte, ich hätte eine Feldflasche. Dann würde ich das Wasser jetzt mit dir teilen. Vielen Dank, Liebes. Hat schon was Süßes, die Kleine. Mhm. Hallöchen. Okay, Artyom, hast du vielleicht noch eine Feldflasche? Ich hätte total gerne eine. Onkel Artyom kann leider nicht reden. Schade. Aber ich werde mir was überlegen. Ja, das ist sehr schade. Kann ich hier? Nee, kann ich nicht. Da ist das Kind im Weg. Kann man hier? Kann man auch nicht. Was möchtest du denn? Klauen? Nee, was looten? Nein. Achso, wir können hier... Mach hier mal die Werkbank und genau, so. Genau, hier mal noch kurz gucken. Nein. Da haben wir doch tatsächlich was Neues. Was ist das hier? Reinigung der Waffen. Die hat's nötig. Ja, scheint tatsächlich. So. Guck mal, da sieht man sogar, wie der Dreck weggeht. Mhm. Valve. Dieses Gewehr, das in der Metro von talentierten Waffenschmieden hergestellt wird, ist extrem genau und leistungsstark. Genau die richtige Waffe, wenn das Ziel weit entfernt ist. Taumler. Diese Trommelschrotflinte. Das klingt schon mal gut. Ne, Schrotflinte, die trommelt. Ist sehr effektiv bei geringen Entfernungen. Auch bei mittleren Entfernungen ist sie noch sehr brauchbar, aber das vollständige Nachladen dauert eine Weile. Bulldog. Auch sehr nett. Dieses Sturmgewehr ist das Spitzenprodukt der Kalatsch-Familie. Kalatsch-Familie, es ist so klein geschrieben. Es tut in puncto, es hat in, aber gut, ich kann auch nicht lesen. Ja, offensichtlich. Es hat in puncto Feuerkraft, Genauigkeit, Ergonomie und Gewicht massive Verbesserungen im Vergleich zu seinen Vorgängern. Die geringere Schussfolge sorgt dafür, dass es im Feuerstoßmodus besser zu kontrollieren ist. Das fortschrittliche Design der Waffe bedeutet,
in der Nachkriegszeit aber auch Schwierigkeiten bei der Wartung, worunter auf Dauer die Zuverlässigkeit leidet. Kamerakind Harry. Tja, was nehmen wir? What do you think? Die Schrotflinte, die Fernwaffe oder das Mittelding? Diese Kalaschi da. Ich bin eigentlich schon hier auf geringe Entfernungen. Das ist gerade noch für... Dann würde ich sagen, das ist so das Mittelteil. Das Mittelding. So. Denke ich auch. Das ist Fernwaffe, das ist nah. Sollen wir das mal nehmen? Wir testen das mal. Finde, das hört sich nicht schlecht an, ja. Ja, okay. Sieht interessant aus. Müssen wir das jetzt alles nochmal montieren? Offensichtlich ja. Okay, die ganzen Verbesserungen. Wir machen die mal relativ blind. Weil das dauert mir sonst zu lange, muss ich sagen, wenn ich bei jeder Waffe das jedes Mal machen muss. Gut, hätten wir. Jetzt mal gucken, wie sich das so handhabt. Halt, habe ich jetzt auch... Ne, Mollis haben wir gar nicht gebraucht, aber wir müssen eigentlich mal... Ja, aber können wir welche machen jetzt vielleicht? Ja. Das freut mich für dich, dass es dir eigentlich... Wir haben viel im Allgemeinen Zeugs wieder, das müsste reichen für ein paar Mollis. Das habe ich mir vergessen. Automatisches Druckluftsystem. Oh, beim Pumpdingens. Ein Automatiksystem pumpt permanent Luft ins System, wenn der Druck zu gering ist. Oh. Die Handpumpe trotzdem noch genutzt. Das ist ein... Das wäre ja auch schade, wenn man nicht mehr pumpen ja, müsste. Ja, das wäre ein Verlust. Das wäre geradezu ein übler Verlust. Okay, das würde das Spiel dann erheblich verschlechtern. Das heißt, wir müssten jetzt mit dem Teil immer ballern können. Und wenn genau. Das funktioniert hat mit der Brandmunition... Aber auch noch nicht ausprobiert, nee, stimmt. Dann müsste das jetzt aber tatsächlich langsam ein gutes Gerät werden. Gut, jetzt wollte ich hier nochmal schnell gucken. Das haben wir. Da machen wir auch nochmal was. Scharfschützengewehre, falls wir eins finden, eins haben. Brandmunition. Ja, ausgewählt. Okay. Nicht mehr zu. Ja, genau. Ah, geht nicht mehr. Jetzt haben wir alles da oben verbraten. Okay, aber immerhin können wir nochmal ein bisschen was machen. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Okay, wir müssen zu Damir, oder wie hieß er? Zum Wasser. Ja, irgendwie. Wir suchen jetzt ein bisschen Wasser, damit die Dehydrierten da wieder hydrieren. Oh, ui, das ist aber... Oh, so. Guck mal durch. Ah, ist halt Nachtsicht. Ja, ja, aber ist trotzdem... Im ersten Moment sieht man noch was. Wenn man schnell guckt, genau, es muss einfach schnell gehen. Kann man es auch so gebrauchen. Ja, man muss aber schnell gucken. Ja, genau. Okay, schnell gucken ist unser Vorname. Es trainiert unsere Aufmerksamkeit. Genau, ey. So, gut, okay. Wasser suchen wir in der nächsten Folge. Unsere ungeahnten, wie soll ich sagen, Reflexe, genau. Trainiert das. Ja, ja. Ja, wenn er das sagt, wird das so sein. Das denke ich allerdings auch. Gut, guck mal, da schlafen noch ein paar. Ja. Ba, gleich stehen sie auf. Ich wollte gerade sagen, warte noch, bis einer von denen aufsteht. Okay, dann renne ich. Dafür haben wir Füße. Ja. Gut, danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss. Alles klar, freut mich. Bis morgen und tschüss.